Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past mit mir, dem Lukas. So, und es geht auch direkt weiter. Wir sind im Osttempel. Und hier seht ihr schon einen Knopf auf dem Boden. Was macht der Knopf? Er lässt die Tür aufgehen. Aber ich gehe natürlich nicht direkt dadurch und weiter, sondern ich gucke mir erstmal die Umgebung an. Okay, hier kann man nur runterfallen und da runterfallen tut weh, also lassen wir das mal lieber. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch nicht viel mehr zu sehen. Nee, gebe nicht. Also gehe ich direkt erst einmal weiter. So, was das darstellen soll, ich weiß es nicht. Ist auch nicht wirklich gefährlich. Also die überleben nur einen Schlag. So, jetzt wird es schon ein wenig trickreicher, aber durch diesen Schatten auf dem Boden kann man erkennen, da ist ein Knopf. Und schon geht's weiter. Ach, diese Stelle. Ja. Da oben sehen wir eine Truhe, aber kommen im Moment halt noch nicht dran. Ups. Boah. Ja, da kommen dann halt immer kleine Kugeln und halt irgendwann die große. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Muster hinter gibt oder ob die halt irgendwie einfach so kommen. Da hinten geht es noch weiter. Ah, vielleicht komme ich jetzt schon an die Truhe. Das ist ja schon mal ein positiver Einstieg. 5 Rubine. Ja, ein kleiner Rubine. Wahrscheinlich wird jetzt in der Truhe 20 Rubine sein. Oh, na, nah dran vorbei. Es waren doch 100 Rubine. Naja. Schön, sowas zu haben. Und wieder ist halt hier eine Dungeon-Karte. Aber im Moment ist halt nur Erdgeschoss und Ebene 1 drin. Und ich glaube, viel mehr hat der auch gar nicht. Also, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob der noch mehr hat. Aber ich meine es zumindest nicht. Ah ja, so langsam dämmert es mir wieder. Ist halt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ne, ich glaube, ich gehe erstmal rechts rum. Denn ich habe so in Erinnerung, dass ich jetzt als erstes nach rechts muss. Also, beide Knöpfe machen beide Türen auf und wieder zu. Die Skelette sind relativ, naja, ich will nicht sagen gefährlich, aber die können halt schon mal ausweichen. Und halt ein bisschen was aus. Das war jetzt natürlich ein Trickwurf, aber die können auch nicht betäubt werden, sondern kriegen einfach nur Schaden. Anders als halt alle anderen Gegner, die halt betäubt werden, kann man die, glaube ich, damit töten. Ja, braucht man ein bisschen mehr als Schwerthiebe, aber naja. Okay, hier fällt man direkt runter oder springt man, aber zumindest kommt man halt nicht weiter. Deswegen müssen wir quasi da oben rauskommen, um an die Schatztruhe ranzukommen. Also gehen wir mal hier weiter. Da. Ich habe eine Tür aufgemacht, die ich noch gar nicht gesehen habe. Das ist schon mal vorteilhaft. Und schon sind wir bei der Truhe. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir die Dungeon-Karte. Ja, es gibt nur die beiden Stockwerke und, ja, wie ihr sehen könnt, gar nicht so viele Räume. Also sollte auf jeden Fall machbar sein, da durchzukommen. Was ist hier denn noch so? Okay, da ist nichts mehr. Schade. Wie komme ich denn wohl da unten hin? Ach, von woanders. So. Was ich jetzt noch ankündigen muss, ich werde die... Also, diese Woche wird halt normal die Folge kommen. Bloß danach bin ich weg. Und deswegen kann ich 3 Wochen lang keine Folgen gezielt freischalten und hochladen. Ich bin halt noch am Überlegen, ob ich entweder halt sag, ich mache jetzt heute eine, zum Beispiel eine Stunde eine Folge lang, damit ihr halt quasi eine extra lange Folge habt und euch selber einteilen könnt. Oder dass ich sag, ich lade... Huh?
habe, wechsle ich mal eben auf Feuer, weil ich mein Feuer ist ganz gut gegen die. Also, ja, okay. Das nehmen die nicht direkt als Angriff wahr und springen deswegen nicht weg. Zumindest, ob ich dann halt 4 Parts morgen hochlade und dass ihr dann halt euch jede Woche ein Part anschauen könnt oder halt je nachdem, wie ihr Lust habt, euch die Parts anguckt. Was halt sehr ähnlich dem Verfahren halt von einem langen Part, also von einem extrem langen Part wäre, aber am Ende hatte ich es dann doch lieber halt, wenn ich mehrere Parts hochgeladen habe. Und wir haben den Kompass. Und wir sehen alle Truhen und den Endgegner. Link, ich bin es, Sarasrala. Berührst du diese Steine, kann ich telepathisch in Verbindung mit dir treten. Ich habe einen Rat für dich. Der Schatz, der in diesem Palast versteckt ist, kann dir helfen, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Ist schon mal ein bisschen gut zu wissen, so. Aber, naja, das sind halt eher so quasi kleine Hilfeschilder. Anstelle von halt telepathischen Kräften. Sie ersetzen halt so in gewissen Maßen das Tutorial. Ah, und jetzt... nein, da will ich nicht hin. Da will ich hin. So. Große Truhe, wir stehen vor. Was? Verschlossen? Dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Heißt also, weiteren großen Schlüssel finden, wiederkommen und ein tolles Item abkassieren. Ja, das sind ganz gemeine Gegner. Die reagieren halt nur, wenn ich in der Nähe bin. Und nach einer gewissen Zeit machen sie trotzdem wieder die Augen zu, um sich halt quasi zu schützen. Und der hat jetzt zum Beispiel halt 6 Schläge ausgehalten. Okay, da brauche ich den großen Schlüssel. Aber wieder der Reinfalltrick, den ich halt auch schon im Dorf gezeigt habe. Und hier sind die... so viel zu dem Thema. Du hast eine Fee gefangen. Was hast du mit ihr vor? Ich werde sie in eine Flasche stecken. Eigentlich wollte ich das auch mit der anderen machen. War ich aber zu dumm für. Die kommen beide in denselben Raum. Ich hoffe, die Feen wurden... Du hast eine Fee gefangen. In eine Flasche stecken. Und die andere habe ich wieder aufgesammelt. Ich laufe mal nur von der weg, weil... Naja, ich muss mich ja nicht die ganze Zeit mit denen anlegen. So, jetzt habe ich... wieder dahin. Fee. Und nochmal Fee. Wenn ich jetzt sterben sollte, würde die Fee mich automatisch wiederbeleben. Und deswegen würde ich auch warten, bis ich sterbe, weil dann bringt es einfach am meisten. Ja, genau, dann musste man ganz schnell weglaufen. Da hauen wir mal einfach drauf, würde ich sagen. Wieso habe ich denn jetzt die Bomben ausgewählt? Naja, passt schon. So, was ist jetzt hier? Hier gibt es leider keine Fackel, an der ich Licht machen könnte. Oh, ich habe einen kleinen Schlüssel. Kleine Schlüssel sind immer schon mal schön. Die Bombe war jetzt nicht so glorreich. Und da komme ich weiter, das ist gut. Weiter, 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 ich muss weiter. Ah, wir sind wieder im ersten Raum, kommen da quer und können zu dieser Tür. Schön, schön. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas passieren wird, sobald ich irgendein bestimmtes Ereignis auslöse. Ne, ich wechsle mal eben wieder auf den Bumerang. Der ist doch schon ganz hilfreich so. Ach ja, man kann übrigens auch noch Items mit dem Bumerang aufsammeln. Oh. Gegen den kann ich zum Beispiel mit meinem Ding nicht so viel machen. Also mit meinem Bumerang wie gegen andere halt. Und der macht mir enorm viel Schaden und ich sollte mich eigentlich von ihm fernhalten. Aber man kann sich natürlich auch mit Krügen Abhilfe schaffen.
wenn er schaffen würde, mich anzugucken in gerader Linie. Bla bla. Zu früh, ah! Das war jetzt nicht so glorreich. Ich sterbe fast. Also ihr seht, der Schwierigkeitsgrad wird schon höher mit der Zeit. Das ist nicht gut. Das ist sehr, sehr gar nicht gut. Klingt komisch, ist aber so sehr gar nicht gut. Und ich bin tot. Und dann seht ihr halt, die Fee kommt aus ihrem Glas heraus und belebt mich wieder. Jetzt schnell, hier, hopp, 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 hopp. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Wunderbar. Also können wir jetzt hier lang. Und jetzt kommen wir hier raus und, oh, siehe da, wir können den Stein von hier schieben. Warum man dann von der anderen Seite ihn nicht ziehen kann, weiß ich nicht. Ich habe mir das Ganze auch nicht ausgedacht. Was auch noch irgendwie so erwähnenswert ist, die Krüge sind eine sehr mächtige Waffe. Du hast den Bogen gefunden, verschieße damit Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Ja, davon bin ich ausgegangen. Hi. Hi. Lass mich in Ruhe. Okay, jetzt gehen sie weg. Bogen ausgewählt. Erstmal daneben geschossen. Okay, ich habe nur 10 Pfeile, also sollte ich eher vorsichtig mit dem Vorrat sein. Aber hier. Peng. Bogen, auch eine sehr mächtige Waffe, ähnlich wie die Krüge halt. Und man kriegt... Oh, ich kann mehr als 10 Pfeile sammeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich direkt von Anfang an sammeln kann, aber scheinbar doch ein paar. Ja, ich glaube, ich fange mir nochmal besser eine Fee ein. Und in die andere kann ich ja dann reinlaufen, damit ich wieder volles Leben habe. Du hast eine Fee gefangen, in eine Flasche stecken. Und die sammle ich so ein. Ich mag diese Animation, wenn Link sich da halt im Kreis dreht. Oh, jetzt erstmal weiter mit dem Bogen. Auf in die Schlacht. Denn hinter großen Türen sind meistens Bossgegner. Wenn das jetzt eher nicht nach Bossgegner aussieht. Ah. Pling, pling ist immer gut. Einen kleinen Schlüssel und 10 Pfeile. Das ist doch schon mal eine schöne Ausbeute. So. Das war nicht... Habt ihr auch das Geräusch gehört? Ah. Ach ja, genau. Mit Pfeilen kann man übrigens Krüge kaputt machen. Verstehe ich nicht ganz, aber naja, ist so. Raum ist hell, bleibt aber nicht hell, schade. Und ein kleines Münz, nein, nicht Münzparadies, Rubinparadies. Da wurde ich doch noch. Ach ja, genau, diese komischen Gestalten, also ich weiß echt nicht, was das sein soll. Halt Totenköpfe mit Flammen drumherum, klauen einem auch ein bisschen magische Energie, wenn sie einen treffen. Also sind so eine Kombination, die relativ gefährlich ist. Weil ohne Leben und ohne Mana ist doof. Deswegen finde ich die Teile auch relativ scheiße, aber naja. Ich glaube, ich werde sie regelmäßig wieder noch antreffen. Was mir halt in diesem Spiel auch immer besonders auffällt, die Krüge stehen auf dem Schalter drauf, aber werden nicht ausgelöst. So, wenn ich jetzt komme und... staying alive. Ah, daneben. Schalter gefunden, schon wieder getroffen worden. Oh, das war knapp. Komm schon. Also ich stelle mich nicht gut gerade an. Also es ist jetzt nicht so gigantisch schwer, aber ich stelle mich halt wirklich nicht gut an. Oh. Okay, wie ihr hier seht, fliegen hier ganz viele Kugeln durch die Gegend. Die Kugeln können sich selbst nicht treffen, aber sie treffen mich. Und wenn sie mich treffen, ist aber ganz schön scheiße. Oh. Gut, ich habe den richtigen Knopf gefunden. Einfach direkt weiterrennen. Und da oben steht
diese Gestalt, die wir schon zweimal, ne, nicht zweimal, aber schon öfters gesehen haben, mit roter Farbe, nein, in Rot halt, was halt zeigt, dass sie quasi einen höheren Schwierigkeitsgrad hat. Die halt eigentlich nur mehr aus. Komm schon. Aber am Ende ist sie halt doch nicht so viel schwerer. So. Schauen wir mal auf die Karte. Und wir stellen fest, wir sind ein Raum vor Bossraum. Warum jetzt schon das Bosszeichen auf der Matte ist, weiß ich nicht genau. Aber hier geht gleich zur Sache. Da sind dann zwei rote. Was ich nicht unbedingt gut finde, denn... Naja. Die können sich dann doch schon ein wenig wehren. Man muss halt immer nah ranlaufen, damit was passiert. Hallo? Okay, das war jetzt nicht so wie geplant. Wie ihr vielleicht gerade kurz gesehen habt, 30 Pfeile ist das Maximum, das man haben kann. Ich hatte es kurz erreicht, jetzt habe ich schon wieder 5 Pfeile weg. Ja, das geht schnell mit den Pfeilen. Aber ich bin schon wieder fast auf Maximum, jetzt bin ich auf Maximum. Das ist halt quasi nochmal ein Raum, wenn man alle Gegner besiegt hat, kann man sich in Ruhe aufladen mit Pfeilen und allem. Und jetzt geht's los. Diese riesigen Soldaten sind halt quasi meine Gegner. Am Anfang kann man eigentlich nur darauf hoffen, viel Schaden zu machen. So, diese Szene ist halt gefährlich quasi, weil da ist das Entkommen meist ziemlich schwer. Meist, ich habe jetzt zum Beispiel einen kaputt gekriegt. Aber das liegt halt dran, dass ich schon öfters versucht habe und so eine gewisse Taktik hier mittlerweile hinter habe. Ah. Und wenn sie mich treffen, ziehen sie mir halt nur ein halbes Leben ab. Das ist nicht so viel. Kann man also noch aushalten locker. Boah, ich glaube, ich benutze mal wieder ein paar mehr Pfeile, weil sonst dauert das echt ewig, die zu besiegen. Was jetzt gleich noch passieren wird, da werde ich dann wahrscheinlich noch eben kurz für einen Moment leise sein. Wenn nur noch einer über ist, passiert was Besonderes. Also der kommt in so einen besonderen Zustand. Und dann wird er halt rot. Irgendwie alles, was ein bisschen besser wird auf einmal, wird rot in diesem Spiel. Außer, wenn ich sterbe, dann wird der Bildschirm rot. So, da ist er. Und jetzt verfolgt er mich halt und greift mich mal so an. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn treffen soll. Denn, naja, man ist hauptsächlich mit Wegrennen beschäftigt. Ah ja, von oben kann man ihn treffen. Ah, da war ich dumm. Da wollte ich ihn von oben halt wieder abschießen. Und er hat mich getroffen. Ah, nicht schlimm. Mund abputzen, weitermachen. Nach drei, ja ich glaube, das waren jetzt 3 Treffer, haben wir ihn halt besiegt, kriegen einen Stern. Und du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sarasrala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Ah, war auf jeden Fall. Kleine Show am Ende halt. Warte, kann ich hier von hier aus treffen? So, ich werde mich jetzt noch zu Sarasla begeben. Und dann werde ich auch schon diesen ersten Part so abschließen. Hopp. Hopp. Tue ich mir jetzt noch Glaber an? Nee. Das Glaber kommt in der nächsten Folge. Also verabschiede ich mich für heute. Für diesen 4. Part des Let's Plays. Und naja. Was bleibt übrig als Wiederschauen reingehauen?